concrete walls, they say the lies. What I'm about to say, it won't make no sense, but I gotta get. Grüß euch, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist ein richtiger traumhafter Herbsttag, so wie wir es wollen, so wie wir es brauchen. Ihr geht heute mit mir eine kleine Runde durch den Naturgarten, weil ich zeige euch ein paar Sachen, was im Herbst wichtig sind. Da gibt es ja die verschiedensten Diskussionen immer, was sollte man machen, was darf man machen, was soll man nicht machen. Zum Beispiel Stauden, wie geht man mit denen um, oder Gräser, was macht man mit dem Herbst? Was tut man mit dem ganzen Laub, das anfällt? Was macht man zum Beispiel im Gemüsegarten? Kann ich noch was setzen und so weiter? Und vor allem geht es uns auch darum, wie können wir mit diesen Arbeiten unsere heimischen Tiere, Insekten, aber auch zum Beispiel den Igel, Käfer und so weiter ideal unterstützen. Und als Draufgab gibt es von der Kosi noch eine feine herbstliche Tischdeko zum Nachmachen für euch. Wieso machen wir uns über das überhaupt Gedanken? Weil natürlich kann man sagen, ist mir doch egal, ich schneide, wie es mir einfällt im Garten, ich tue einfach, wie ich will. Ich glaube, das Ganze hat zwei Komponenten. Eine ist besonders wichtig für mich, das ist natürlich die des, nennen wir es einmal, des Naturschutzes oder man kann vielleicht sogar sagen, des Artenschutzes. Unser Garten, der kann durchaus so eine gewisse eine Arche sein, ein Rückzugsgebiet für ganz viele Insekten. Wir haben momentan seit einigen Jahrzehnten, wird das immer stärker und man kann das auch schon sehr gut in Zahlen nachvollziehen. Wir haben ein riesiges Problem bei verschiedensten Tiergruppen, allen voran auch die Insekten. Und die Insekten sind ja sehr vielgestaltig, da sind Käfer dabei, aber Wildbienen, Wespen, Heuschrecken, das geht dann aber rüber weiter zu den Käfern und so weiter. Die, man kann fast sagen, die verschwinden uns in einer beängstigenden Zahl. Teilweise 80-90% weniger wie noch in die 70er, 80er Jahre. Alle, die in der Zeit Auto gefahren sind, die wissen das, wie unsere Scheiben immer ausgeschaut haben. Vor wenigen Jahrzehnten noch, die Scheiben beim Autofahren mittlerweile sind sauber. Und das ist einfach ein Teil dieses Insektensterbens. Und das Problem, was an dem Ganzen dranhängt, ist, dass diese Tiere ja und auch der Mensch in irgendeiner Form miteinander alle verwoben sind. Das heißt, diese Insekten sind ganz eine wichtige Nahrungsgrundlage wieder für viele andere Organismen, für unsere geliebten Vögel, aber auch gerade jetzt im Herbst wieder für den Igel, für Eidechsen, für Molche, für die beliebte Erdkröte, für Frösche, für Salamander und so weiter. Die alle brauchen auch hauptsächlich eben diese Insekten als Nahrungsgrundlage. Und so sieht man dann, es hängt alles zusammen und es werden nicht nur die Insekten weniger, sondern eben auch gerade die Vögel in beängstigender Weise. Und das zieht sich wirklich, man kann sagen, über alle Tiergruppen drüber. Und deshalb, glaube ich, kann jeder, der einen Garten oder vielleicht sogar nur einen Balkon hat, ein bisschen einen Beitrag dazu leisten, dass diese Tiere wieder einen Lebensraum haben. Um das geht es uns. Und nebenbei, deswegen habe ich gesagt, es sind zwei Punkte, es ist natürlich auch eine ästhetische Komponente. Wir Menschen haben es einfach gern schön und deshalb passt es so super zusammen, was wir im Herbst machen können. Ja, wir haben es gerne schön. Schön gemütlich. Aber was sind denn jetzt eigentlich die Do's und Don'ts im Herbstgarten? Mir tut es zwar eh weh, aber ich habe es jetzt einmal weggeschnitten. Einfach, dass man ein bisschen von der ästhetischen Komponente einen Vergleich hat, weil man kann sich dann schon fragen, was ist schöner, wo nichts ist oder wo man es einfach stehen lässt. Man hat ja auch das wunderbare Erlebnis dann im Winter mit dem Raureif, wenn sich das dann niederbirgt. Es schaut einfach gut aus. Und man darf eben nicht vergessen, das sieht man da jetzt sogar super, das sind in dem Fall zum Beispiel hohle Stängel von einer Wiesenraute. Diese, wir sagen Stauden dazu, der Gärtner, die sind mehrjährig, die kommen ja nächstes Jahr wieder. Und es ist so ein bisschen eine Mode geworden die letzten Jahrzehnte, dass man im Herbst im Garten zusammenräumt. So nennt man das Ganze. Das ist ein unglückliches Wort, finde ich, weil was will man zusammenräumen? In Wahrheit nimmt man nämlich den Tieren, und hauptsächlich sind es da Insekten, einen ganz wichtigen Lebensraum bzw. ihr Überwinterungsquartier. Unsere Tiere brauchen ja natürlich auch über den Winter einen Bereich, wo es
drüber kommen, weil nicht so, wie es wir Menschen ja gut haben in einem Haus, die sind ja ungeschützt draußen. Und die verstecken sich dann eben ganz viel in solchen hohlen Pflanzenstängeln zum Beispiel. Das sind verschiedenste Insekten. Da können wir die Wildbienen zum Beispiel hernehmen. Die legen über den Sommer zum Teil die Eier rein in solche Stängeln. Dann entwickeln sich schon die fertigen Insekten, bleiben aber den ganzen Winter drinnen. Schmetterlinge machen das auch ganz gern. Gibt es etliche, zum Beispiel der Zitronenfalter, der versteckt sich nicht einmal großartig, sondern er braucht einfach irgendwo ein paar Blätter oder so irgendwas, wo er sich raufsetzen kann. Und da bleibt er über den Winter oben. Und wenn wir das im Herbst alles wegnehmen und entfernen, berauben wir uns erstens dieser Ästhetik und zweitens nehmen wir diesen Tieren einen ganz wichtigen Lebensraum weg. Und gleichzeitig alle, die zum Beispiel einen Igel gern haben im Garten, die müssen auf das immer achten, dass eben wirklich Insekten überwintern können und sie im Garten auch wohlfühlen und Populationen ausbilden, weil sonst haben unsere Igeln zum Beispiel nichts zum Fressen. Die guten Nachrichten, ein bisschen Faulheit im Garten ist nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht. Ganz vieles im Garten, was wir machen, an Arbeiten, glaube ich, kommt so ein bisschen aus einer Tradition raus. Die Oma hat schon so gemacht oder die Mama hat so gemacht oder der Papa. Und man kann ja das einmal ein bisschen überdenken. Und man muss ja nicht gleich mit dem ganzen Garten, wenn man sich das noch nicht zutraut, sondern einfach einmal einen kleinen Teil probieren. Ich habe zum Beispiel jetzt da, das ist ein Kandelaber-Ehrenpreis, das ist eine Staude, das heißt, der stirbt oberirdisch über den Winter ab. Irgendwann, wenn der Schnee kommt, fällt er zusammen und mindestens seit 5, eher sogar seit 7 oder 8 Jahren mache ich da überhaupt nichts mehr. Also der fällt zusammen, der Schneedruck drückt den nieder und wenn man dann da reinschaut, dann sieht man, da ist so richtig ein Geflecht aus diesen toten, abgestorbenen Stängeln. Und da kann man sich vorstellen, da können sich richtig, richtig viele verschiedenste Lebewesen zurückziehen. Da können sie leben drinnen, das ist für die eben ein Lebensraum, wie vielleicht auch so eine Art winterliche Decke, kann man sich das vorstellen. Und wenn man das natürlich alles wegnimmt, erstens ist dann nichts mehr da, schaut nicht schön aus. Und wo sollen sie dann leben, die Tiere? Man zieht ihnen fast irgendwie ihre Winterdecke weg. Und das ist natürlich nicht gut für die Tiere. Und da haben sie einen super Lebensraum. Und nächstes Jahr im Frühjahr kann man das richtig beobachten, wie da draus wirklich das Leben wieder sich irgendwo entwickeln kann oder entstehen kann. Was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, wir haben zwar schon Mitte Oktober, aber es sind immer noch sehr, sehr viele Pflanzen, die blühen um die Zeit. Nicht, weil sie jetzt die Hauptblütezeit haben, die blühen einfach zum Teil im Herbst einfach noch einmal. Und es sind gar nicht so wenig Insekten jetzt noch unterwegs, Honigbienen sowieso, aber auch sehr viele Hummeln, zum Teil Hummelköniginnen, die sind froh, wenn sie noch ein bisschen Nahrung zu sich nehmen können, bevor dann der lange Winter kommt. Hinter mir zum Beispiel eine Skabiosenflockenblume und es schaut ja einfach schön aus. Und wenn ich zusammenräume, dann sind diese Blüten natürlich alle weg und da geht ganz eine wichtige Nahrung für viele Insekten im Herbst verloren. Und während Markus noch versucht, jeden Halm und Stängel im Herbstgarten zu schützen, zaubert Cosi eine traumhafte Herbstdeko für den Tisch. Dazu braucht sie kleine Kürbisse, die sie aushöhlt. Ins Innere kommen kleine Gläser oder auch Steckschwämme. Falls gerade keine vorhanden sind, dann tut es auch Styropor. Und dann wird alles aus dem Garten verwendet, was gefällt. Von den letzten Blumen über bereits Verblühtes oder Gräser, die trotzdem dekorativ aussehen. To be so good to me.
Die kleinen Kürbisse können auch mit Draht und Perlen verziert werden.